So, mal spielen das Glück. Spiel Squad. Und ich bin im Team mit Takun 99. Level 22. Takun! Level 17. Springe 122, Level 28. Ich werde jetzt so ins Gras beißen. Springe, springe. Gibt ein Lebenszeichen von sich, das ist gut. Springe. Ich bin gespannt. Wirklich, ich bin wirklich gespannt, ob ich gerade mit Bots spiele. Ich bin wirklich gespannt, ob ich jetzt Bot-Babysitter bin, weil wenn ja, dann wäre das ultra witzig. Wart mal ganz kurz. Was machen die? Sie haben auf jeden Fall schon mal Bot-Fallschirme. Oh mein Gott. Leute, ich bin mit vier Bots im Team. Mit drei Bots im Team. Ey, wirklich? Okay, das ist das erste Mal, dass mir das passiert. PUBG weiß, dass sie am liebsten... Oder das... Shit, da kommen Gegner. Da hinten kommen Gegner. Ich muss jetzt meine Bot-Freunde schützen. Shit. Wir haben einen Schrott-Lootplatz. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Wir haben einen scheiß Lootplatz. Meine Bot-Freunde. Meine Bot-Freunde haben sich einen schlechten Lootplatz zum Loot ausgesucht. Das ist meine. Er hat sie. Gott! Es sind keine Bot-Freunde. Es sind echte. Shit. Sind es Bots oder nicht? Wo sind Waffen? Nimm mich wahr. Auf wen oder was schießen die? Habt ihr es gerade gehört? Er hat geredet. Okay, Paku hat mich mal ausgenockt. Mein Bot-Freund hat mich ausgenockt. Was ist los in dem Spiel? Falls es ein Bot ist, kann er mich reviven. Was ist los in dem Spiel? Oh mein Gott, ich komme gerade nicht klar, Leute. Ich komme gerade überhaupt nicht klar. Bin so gut wie tot. Ich bin froh, dass ich eine Schrotflinte habe. Eine Double Barrel. Was geht ab? Okay, Party People, kommt mit zu mir. Jetzt macht mal das, was ich sage, bitte kurz. Liebe Bots, kommt mit. Geht nicht darüber, liebe Bots. Okay, egal. Egal, was ihr macht, liebe Bots, aber... Aber bitte! Schießt mich nicht mehr über den Haufen, okay? Ich weiß, wenn ich euch melde, werdet ihr nicht gebannt. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab mehr Angst vor meinen Mitspielern als vor... Ich hab mehr Angst vor meinen Mitspielern. Ich bin so froh, dass ich das aufnehme. Das muss für die Nachwelt archiviert werden. Ja, da ist eine Waffe. Guck, hier war sie gelegen. Was geht ab? Was geht hier ab, Mann? Ich finde auch keine... Ich finde auch keine First Aid Gedöns. Spaß. Ich ganz ehrlich, ich habe zwei Schrotflinten-Munition. Zwei Schrotflintenschüsse. Bisher erlootet und wurde einmal von meinem Team gekillt. Was ist das für ein Match? Wenigstens jetzt wieder volle Lebensmittel. Auch hier ist nichts. Ey, was? Wo bin ich hier? Ich komme gerade nicht klar, Leute. Ich komme wirklich nicht klar. Wo ist die Crate? Wo ist die Crate? Die Crate brauche ich. Oh, Crate ist da vorne. Komm, wir gehen zur Crate. Da kann ich mir Munition holen. Oh mein Gott. Nein, ich bleib bei meinen Buddies. Er ist allein. Wo sind die anderen? Wo sind meine anderen Buddies? Komm nicht klar, klar. Ja, Gegner drin sind, habe ich gelitten. Wo sind meine Friends? Wo sind meine Friends?
Nein, ich bleibe bei meinen Friends. Ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht die Crate looten. Ich muss bei meinen Friends bleiben. Ich muss bei meinen Bot-Friends bleiben. Ich habe eine doppelläufige Schrotflinte und einen Baseballschläger. Ich kann jetzt mal so richtig reinhauen hier. Noch nicht mal... Oh mein Gott, ich habe noch nicht mal... Ich habe noch nicht mal ein Boost-Item. Wenn ich jetzt Gegner sehe, dann bin ich so... Dann hab ich so ein Problem, Mann. Mit meinen zwei Schuss Schrotflinten-Munition. Ey, das Leben als Bot ist so ultra furchtbar. Ich werde nie wieder Witze über Bots machen. Nie wieder mache ich Witze über Bots. Weil es einfach furchtbar ist, das Leben als Bot. Ist nur noch. Okay, meine Bot-Freunde schreiben mir, wir sollen irgendwo hingehen. Keine Ahnung, was sie vorhaben, meine Bot-Freunde. Energy Drink. Haus ist einer? Oh, da ist Munition. Nice. Oh, die erste Munition. Oh mein Gott, ich bin so froh. Ich bin so froh, dass ich Munition gefunden habe. Meine Bots, meine Bot-Freunde. Nein, ich lasse euch nicht im Stich, liebe Bot-Freunde. Loote hier noch schnell und dann komme ich zu euch. Was geht in dem Server, Babsi? Es ist auch geil, ich finde halt echt kein Loot. Was ist das? Was hat... Was warum? Ich blick gerade echt nicht durch. SKS. Warte mal, das ist ganz ehrlich. Links von mir, schießt's. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Er beschützt mich. Er beschützt mich auf seine bottigste Bottigkeit. Hat er einen Gegner markiert? Nee. Er rotzt einfach irgendwo hin, oder? Springy, komm. Springy, sag mir, wo sind sie? Springy, warst du's, der mich vorhin weggebämst hat? Nee, ne? Sonst hätten wir jetzt hier noch irgendwie... Da kommen sie! Ja, meine Bot-Armee kommt! Meine Bot-Armee. Bin er oder was hast du? Warum markiert ihr nicht? Ich glaube, ich bin in so einem Bot-Test-Server gelandet. Spielen hier lauter Bots gegeneinander. Vielleicht bin ich auch gerade derjenige, der die Bots trainiert. Weil die künstlichen Intelligenzen müssen ja immer trainiert werden. Und ich glaube, ich bin derjenige, der gerade hier die künstliche Intelligenz trainiert. Das ist möglich. Ich lasse nicht gerne Munition liegen. Ganz ehrlich nicht. Weil ich weiß, wie viel ich rumgelootet habe, bis ich... Munition hatte. 60 Schuss. So, wo ist... Ist noch einer da? Springy, komm mit, Springy. Das Spiel macht mich fertig. BZ-Granate, nimm mal mit. Ultra viele Granaten und so. Die sind halt ultra gut im Looten. Ich glaube, deswegen finde ich nichts. Weil die looten halt echt gnadenlos alles weg. Nee, doch nicht. Dann blick hier auch nicht durch. Er scoutet. Sehr gut. Er ist ein fleißiges Herrscher. Nee. 65 am Leben. Wir sind gut. Ich und mein Bot-Team, wir sind gut. Vorhin hat er im Radio was gesagt.
Woher hat er irgendwie ein Geräusch von sich gegeben? Hör auf, das zu machen, bitte. Hör auf mich zu schießen. Auf wen oder was schießt du denn? Hä? Ich bin so lost, ganz ehrlich, ich bin so lost. Ich kann es nicht verkraften, was hier gerade abgeht. Okay, warte mal. Takubi. Meine Buddies, oder? Ihr komisches Zeug, Mann? Ja. Okay. Sehr gut, ihr pusht. Ihr pusht hier hin. Das ist gut. Da pushe ich mit. Gemeinsam sind wir stark. Sie können mich nicht hören, glaube ich. Ihr Nullen und Einsen Gehirn kann es nicht verarbeiten, was ich zu ihnen sage. Aber ist egal, ich... Geht trotzdem gut auf sie an. Ich habe zumindest die Hoffnung, dass ich damit ihr Leben ein bisschen besser mache. Vor uns geht's ab. Macht jetzt bitte keinen Scheiß, okay? Spielt bitte vorsichtig und profihaft. Wie ein guter, treuer Bot das tun würde. Ich geh schon mal vor und scout ein bisschen. Gott, die rennen hier durch alle Fenster durch. Ich feier das gerade übelst. Ich feier das gerade übelst, was hier abgeht. 45 Jahre. Das ist geil, ich freu mich. Er hat mir gerade 45 ACP angesagt, das finde ich schön. Der ist gerade auch durchs Fenster rein, obwohl nebendran die Tür offen steht. Ey, das ist eigentlich super, jetzt kann man endlich mal diese Bots quasi so ein bisschen analysieren, was die so machen. Ey, das Leben als Bot ist ultra schwierig, glaube ich. Kann ich die eine BZ-Granate hinlegen und sagen, ey, da ist eine BZ-Granate, holen die dann? Sie versuchen es, ne? Er wird gern, aber er kann irgendwie nicht. Oh mein Gott! Es hat geklappt! Ich flippe aus! Warte mal, ich probiere es nochmal mit einer Frag-Granate. Da ist eine Frag-Granate. Komm, spring die 122 jetzt zurück und hol die sich die Frag-Granate. Nee, ne? Frag-Granaten braucht er keine, braucht nur BZ-Granaten. Alles klar. Mag er nicht. Springy läuft anscheinend auch vom Gegner weg irgendwie. Wir wissen, dass hinter uns welche sind. Also ich weiß es zumindest. Aber Paku, Springy und Pakuppel interessiert es nicht. Sie schießen auf irgendjemanden. Wahrscheinlich wieder aufeinander, gehe ich doch mal aus. Das ist das verrückteste Match, was ich jemals in PUBG gespielt habe. Und nicht, weil es irgendwie... schwierig ist oder so, oder irgendwie anspruchsvoll, sondern weil es einfach so ist, als wirst du im Kaninchenbau mit Alice im Wunderland unterwegs sein, irgendwie. Ich glaube, sie wollen den Dings looten. Ich glaube, sie wollen die Crate looten. Springy, du hast eine Schruffel in der Hand, du weißt es, ne? Du rennst hier über die freie Fläche mit einer Pumpe, aber du hast wenigstens noch eine Sniper dabei, also insofern, okay. Aber du hast die Pumpe in der Hand. Jetzt warte ich da. Oh, nee, hol die Sniper raus. Okay, cool. Die Sniper rausgeholt. Ich glaube, er hat was ausgehackt. Wir haben so ein Glück mit der Zone auch. Ich blick gerade echt nicht durch. So, ich gehe mal zu Patuki und Ptaku und Takuppel. Ich sage einfach Bot 1 und 2. Das geht einfacher. Bot 3 macht da hinten irgendwas komisches. Hab wenigstens mal die Sniper rausgeholt. Oh shit. Okay. Vorsicht! Das sind Gegner. Das ist ultra weird, das hier gerade abkommt. Mal aufpassen, hier waren Gegner. Aber meine Bot-Freunde scheren sich da nicht drum, die rennen einfach durch. Ich weiß nicht, ob hier in den Häusern noch welche sind. Ist mir egal, ich renne meinen Bots hinterher. Denn sie wissen, was sie tun. Sie haben die Bot-Weisheit mit den Bot-Löffeln gefressen. Sie rennen außerdem auch irgendwie aus der Zone. Oh nein, oh nein. Der Bot Nummer 2 ist gestorben. Ist fast gestorben. Vielleicht kann ich ihn retten. Kann ich Bot Nummer 2 retten? Von wem wurde Bot Nummer 2 gekillt? Ich rette dich. Ich rette dich. Ja,
Bleib liegen, bleib liegen. Ich höre ein Auto. Hinter uns ist ein Auto. Es sind auch Player hier. Das sind die Bots, haben wir gelernt. Im Auto fährt. So. Auf jeden Fall was schießen. Auf jeden Fall was schießt der? Ey, wir werden hier beschossen, Junge. Was machst du denn? Boah, es ist so furchtbar mit denen zu spielen. Die sind halt irgendwie so voll schlecht. Da war doch gerade auch noch einer. Nochmal erstmal die. Okay. Hier geht's ab. Mein Sniper-Bot macht auch einen Sniper-Druck. Hat hier gerade einen Gegner markiert? Nee, oder? Wirklich? Tatsächlich? Hat er den platt gemacht? Ey, meine Bot-Horde ist super. Ich nehme alles zurück und sage, die Bots sind super. Hinten ist ein Auto gefahren. Hinten ist ein Auto gefahren. Ich glaube, ich muss jetzt so wild rumspekulieren. Kann es sein, dass Einzelspieler in einem Squad-Server gelandet sind und ich der Einzige bin, der irgendwie in einem Team zugeordnet wurde? Weil es gibt's ja, ne? Dass man dann irgendwie alleine im Squad-Server ist. Wo ist denn der andere? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Springe ich Snipe auf ihn. Die snipen alle auf ihn, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ey, sie haben ihn markiert, ich weiß. Ja, da ist er. Ihr habt recht. Spring ihn, mach ihn platt. Spring ihn, mach ihn platt. Nice. Partukel hat ihn erwischt. I celebrate that. Feiert es gerade, was hier abgeht. Er hat die Pumpe weggesteckt. Sehr schön. Er nimmt die Sniper. Da drüben wird dramatisiert ohne Ende. Krieg ich jetzt mein... Ich mag es fast nicht aussprechen, aber kriege ich jetzt mein Chicken Dinner? Habe ich eine Chance, einen Chicken Dinner zu erreichen mit meinen... mit Springy, Partukel und Pantoffel? Das wäre ja super. Komm, komm. Seid tapfer, liebe Bots. Seid so tapfer wie ich. Ey, Bot-Babysitter-Mann, ich sollte mehr Geld dafür bekommen, das gibt's nicht. Ich sollte eigentlich wirklich von Craften Geld dafür bekommen, dass ich Bot-Babysitter spiele. Hier drüben gab's ultra viel Granaten-Action gerade. Springy und Ptaku. Ist eine Crate. Soll ich die markieren? Ich habe Angst, dass die dann dahin rennen und die holen. Mach die platt! Ja! Okay, keiner von euch muss mich jetzt revive. Patuku! Patuku! Revive du! Revive du! Einer muss mich revive! Komm! Revive mich! Patuku! Okay, oh. Okay, das ist jetzt blöd. Jetzt schauen wir doch mal ganz kurz, wie sich mein Team da jetzt noch schlägt, hier. Zwei schauen ihm zu, die anderen Bots schauen ihm auch zu. Ich weiß nicht, ob es Bots sind. Es wäre halt voll bitter, wenn es jetzt keine Bots wären, ne? Und ich die so irgendwie durch den Kakao gezogen habe, obwohl sie echte Spieler sind. Nee, das kann nicht sein, oder? Nee, es sind Bots. Das kann nicht anders sein, oder? Ich habe keine Ahnung, Mann. Schreibt es mir in die Kommentare, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Der Typ mit dem Motorrad macht jetzt zur Sau. Glaube ich. Ja.
kommt jetzt einer. Oh mein Gott, oh mein Gott, das war nicht super. Rechts von dem ist einer. Ich leg jetzt eine Granate rein, glaube ich. Ja, ihn interessiert das nicht. Revive er? Oh Gott, jetzt kriegt er so. Oh mein Gott. Ja, sehr gut, die Tür zu genommen. Ey, es sind keine Bots, das sind echte Spieler, oder? Sind es Spieler? Ich weiß es nicht. Aber von den Namen her. Ich kam mir gerade ein bisschen so vor wie Gandalf und die Hobbits, ne? Also schon so ein bisschen. Hat aber nichts genutzt, ne? Hobbits wurden am Schluss ausgerottet. Keine Ahnung, was ich zu dem Spiel sage. Ich weiß es wirklich nicht. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich komme da echt gerade nicht klar drauf. Wahrscheinlich war ich die künstliche Intelligenz, die jetzt gerade die künstliche Intelligenz trainiert hat. Es kann doch eigentlich anders nicht sein, oder? Waren das echte Spieler? Haben wir es so gespielt am Anfang? Warum bin ich mit drei Typen in dasselbe Team gekommen? Warum bin ich mit drei Typen ins Team gekommen, die alles zu ultraniedrigen Rang hatten? Und dann auch noch mit so bottigen Namen? Ich weiß es nicht. Gibt es die in echte Typen? Ich weiß es nicht. Ich bin puzzled. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Egal. Ich adde sie mal als Freunde und schau mal, was passiert. Danke fürs Zuschauen in der Zwischenzeit und macht's gut. Ciao, ciao.